Seid ihr wieder bereit, Gehirnzellen zu verlieren? Ich ja. Chat glaube ich auch. Ich weiß nicht, warum die so abgehen. Wir gucken wieder eine Straßenumfrage. Tinder, sie spucken sich an. Pumpkin Monkey hat ein Video hochgeladen. Ich habe Angst. Ich habe wirklich Angst, mir das reinzuziehen. Ich kann nicht mehr, ich brauche Wasser. Okay. Der tut mir eigentlich schon leid, allein, dass er diese Videos dreht. Es geht wieder, glaube ich, um Frankfurt, oder Leute? Okay. Ich habe Angst. Ich habe 3 Sekunden geguckt. Ich habe schon Gehirnzellen verloren. Ich starte einmal. Das reicht schon. Das beweist mir, dass Frankfurt eine sehr schlimme Stadt ist. Ich entschuldige mich bei unseren Mitbürgern für diese Menschen. Ich entschuldige mich. Nilay kann jetzt schon nicht mehr. Sehr gut. War gutes Video. Nächste. Schauen wir uns nochmal 3 Sekunden an. Redest du, du kleiner Lattenalter? Ja, das gucken wir uns jetzt an. Sehr respektvoll unsere Mitmenschen, ja? Reicht das Video schon? Ich habe Angst. Ich bin ein netter Ausländer. Wegen solchen Leuten sind wir bald alle wieder weg. Arthur, tu uns das an. Es tut mir leid, ich muss das tun. Ich muss mich vorbereiten, weil ich mache da auch irgendwann mit. Ich muss die Sache ein bisschen lernen. Was hat deine Mutter aus dir gemacht? Willst du einen auf Krass tun oder was? Komm, komm! Was geht an dich? Du bist eine das von einem Hund lassen. Oh mein Gott! Nein, weil sie ist aber. Junge, was passiert hier? Das sind 25 Sekunden gewesen. 25 Sekunden. Ich küsse eure Herzen. Heute mal ganz auf spontan einen Tinder gemacht. Und zwar bei mir in Gelnhausen auf dem Schelmenmarkt. Ihr wisst, was zu tun ist. Wir checken einmal die Mädels ab. Guckt sie euch an. Oh mein Gott. Okay, schminken müssen wir nochmal lernen. Wir werden einfach ausgebucht. Junge, du bist 12 Jahre alt. Was machst du in diesem Video? 12 Jahre alt geht in so ein Video. Ich kann nicht mehr. Ja, hart, ja. Geh nach Hause. Walla, links ist Hasuno auf 2 HP, rechts ist Alpaka, dahinter ist Abilene, da ist Nader auf Cem. Der Bruder hat 3 Jahre seine Zähne nicht geputzt, sein Zahnarzt ist gestorben. Guck mal, billige Hose ist auch da. Okay, komm her. Also, ihr wisst Bescheid, wie der Hase läuft. Tinder auf meine Art. Ich hab gesehen, es laufen wieder zu viele Zecken rum. Deswegen habe ich gedacht, der Originale muss mal wieder ans Licht. Ich würde... Ja, das ist billige Hose. Sagen, Ladies first. Hi, Chaya. Hallo. Deine Fresse, Chaya. Stell dich mal vor. Ich bin Leonie. Halt deine Fresse, Leonie. Ich komme aus Gelnhausen. Ja, geh mal wieder ganz schnell nach Hause, bitte. Okay, Leonie, du weißt, was heute deine Aufgabe ist. Ja, ich muss... Ja, die Fresse halten, Leonie. Und dann muss ich sagen, ob ich ein Date würde oder nicht. Boah, Jenny, du kennst meine Videos auswendig? Ja. Dabei. Ja, so siehst du aus. Halt deine Fresse, Leonie. Check ihn mal ab von oben bis unten. Sein Zahnarzt ist gestorben. Hab ich das schon erwähnt? Sein Zahnarzt ist gestorben. Der hat Käppi vom Flohmarkt geklaut. Weil er, der dachte, Oktagon, der macht Fäuste. Boah, totes Style, Digga. Tot. Der kommt mit Socken Straßenumfrage. Leonie, sag mir. Halt deine Fresse, Leonie, Alter. Ja, nerv man nicht. Ist es ein Date, ja oder nein? Nein, es ist mein Typ. Er sieht aus, als wäre er einmal... Er sieht aus! Und dann wieder rauskommen, hätte ich hier hingestellt. Was meinst du denn? Eikleider-Container rein und wieder raus. Wie muss denn dein Typ aussehen? Nicht so, ein bisschen breiter und... Wie, billige Hose? Nein. Nein? Nein. Wie, bisschen breiter, was noch? Bisschen breiter und gepflegter. Er muss gepflegt aussehen. Also du sagst, er ist in den Altcontainer reingefahren. Ja. Diese Balenciaga-Sockenschuhe sind so hässlich. Junge, das sind doch keine Balenciaga. Der kam wirklich mit Socken dahin. Okay. Der kommt, Rest wäre mit Socken. So sympathisch angefangen, aber wir hören uns mal die Meinung von ihm an, okay? So, hi, stell dich mal vor, Jiggy Jiggy. Digga, halt deine Fresse. 061 aus Gelnhausen. Junge, der hat 10 Jahre seine Nase nicht geputzt. Was ist für eine tote Stimme? Hören uns mal die Meinung von ihm an, okay? So, hi, stell dich mal vor, Jiggy Jiggy. Ich bin Kevin 061 aus Gelnhausen. Ich bin Kevin 061, ich komme aus. Aus Gelnhausen, ja. Wer bist du? Ich bin 19. Bist du mit dem Video einverstanden? Natürlich. Okay, check sie mal ab von oben bis unten. I've been really trying, baby. Junge, dieser Hund sieht besser aus als du, Lan. Dieser Hund. Ich küsse von diesem Hund seinen Kopf, Lan. So, sag mir, Kevin, würdest du sie daten? Ja, nein, begründe es. Geht gar nicht, weil das ist so ein. Die hat allen Jungs, die hier sind, schon Loch gegeben. Ja, die sollte man mal Zahnbürste geben, mein Bester. Und Schuhe. Wenigstens ich mit 19 keine 14-Jährigen. 15-Jährigen. Warst du nicht diejenige, die hat? Nein, das war deine Ex-Freundin. Nur mal so zur Information. Und wenigstens bin ich mit einer 15-Jährigen. Hallo, sei leise, hätte er ein Audi gehabt. Hey, du bist auf sein Pferd abgestiegen. Ich bin Ausländer und spreche nicht gut Deutsch. Du
Duden nachschlagen. Lern mal bitte Deutsch, bevor du mit mir redest. Und wenigstens, ey, ich bin nur 18, ich kenne keine 15-Jährigen. Erst mit einer 15-Jährigen zusammen und ist 19. Du hast Krankheiten. Sei leise. Sei leise. Junge, der sagt, du hast Krankheiten, auf deinem Zahn wächst Pilz, Alter. Ja, du ekelhafter, du. Ich hoffe, deine Mutter. Der hat mehr Zahnschein als Zahn. Du, ey, du bist lange Bein, alleine Schlange, weißt du? Was? Du, ey, du bist lange Bein. Du bist lange Bein? Alleine Schlange, weißt du? Ich bin Ausländer und spreche nicht Deutsch. Du hast keinen Charakter, du redest wie ein Schlange. Du wohnst mit 19 in einer Einzimmerwohnung, wo gerade mal eine Matratze reinpasst. Ey, ich hab ein Zuhause, ich kann zu Hause schlafen, nicht wie du jeden Tag bei einem anderen Typen. Da putzt deine Nase, regt mich auf jetzt. Auf jeden Fall. Aber sie ist nicht dein Typ. Gar nicht, nein, nein, überhaupt gar nicht. Nein. Würdest du sie nicht ansprechen draußen? Niemals. Niemals. Also dazu kann ich sagen, früher, wir hatten mal was. Was? Früher, ganz früher, aber da hat sich mein Typ geändert. So, deswegen ist hier so viel Hass. Er darf gar nicht schießen, wir hatten mal was und dann hatten wir Streit und dann ist er mit der größten aus Gelnhausen zusammengekommen. Ja, mit dir? Und wie hieß sie? Leonie. Samira. Hat die nicht vor 5 Sekunden gesagt, die hatten was? Hat die das nicht gesagt vor 5 Sekunden? Oh mein Gott! Kein Date auf jeden Fall. Okay, kein Date. Wir machen weiter. Hi. Hi. Na, Chaya? Na? Stell dich mal vor. Boah, Flughafen, Landeplatz einfach. Was ist denn das für eine Stirn, Alter? Da kannst du ja Flohmarkt aufmachen, Junge. Ich bin Mia. Wie geht's dir heute hier unter diesen ganzen Taler hoch? Ganz gut. Ja? Ja. Okay, du weißt ja, was heute deine Aufgabe ist. Walla, egal welcher Mensch in solchen Videos ist, ne? Ich hab automatisch Hass gegen die einfach. Einfach ein Pferd. Tot. Von oben bis unten. Schuhe drauf, 5 HP. Sag mir, würdest du ihn daten, ja, allein begründet? Nein. Nein? Nein. Warum? Erstens, weil er dicke, ungepflegt aussieht und aussieht als der größte Flüschi, der erst aus Deutschland übers Meer gekommen ist. Wie muss dein Typ aussehen? Ziegenbart oder so Vollbart und noch breiter gebaut und gepflegt. Okay, was bist du für eine Land? Walla, die sagen alle breiter gebaut, die wollen einen Monster als Freund. Deutsche und Philippinen. Sag mal dein Insta. Mia. Halt deine F***e! Halt deine F***e! Rede mal nicht! Komm mal her! Halt mal deine F***e! Halt deine F***e! Walla, ich kann das alles nicht mehr. Junge, ihr Gesicht sieht aus wie getoastete Toast. Was ist für tote Schminke, aber? Tote Schminke einfach. Ihre Wangen wurden getoastet. Wie redest du? Du willst sehen. Mein Insta mia.mrk0. Okay, wir hören uns mal. Ich will dir gerade einfach nur schreiben und von A bis Z beleidigen. Und diese Vape in ihr Gesicht Trüben kaputt machen. Mann. Stell dich mal vor. Ich bin Ahmed, ich bin 18 Jahre alt. Ich komme aus Frankfurt. Okay, check mal Mia einmal von oben bis unten ab. Tote Hose. So, sag mir, würdest du sie daten? Ja, nein, begründet. Nein, weil sie ist Kaber. Na, Adrian, entspann dich doch mal, das Kinder, Familie, Frau, Alter. Was machst du da? Deine Mutter ist eine Kaber. Walla, Hund hätte mehr Zuschauer als die. Erfindung von Freundschaft plus, du! Ich dachte, deine Mutter, du Kapper! Deine Mutter wurde so auf gelegt, Digga, dass man die schon nicht mehr, dass man die nicht mehr erkennt. Die ist ausgelegt, da passt ganz Taumler rein! Mit billiger Hose? Ja, billige Hose soll auch mal leise sein! Du kannst nicht mehr sagen als billige Hose! Sollst du nicht reden? Sei leise, du billige Hose! Du hast in meinen Augen kein Rederecht. Was hältst du von diesen ganzen Jungs? Alles abschauen. Ich kann nicht mehr. Ich hab Gänsehaut an meinem ganzen Körper. Alles kein Noah Schwänzen. Die du reinsteckst. Was war's? Junge, also ich bin nicht... Hör zu, du Pferd. Mit deinem Flughafen-Landeplatz stehen. Was also? Getoastete Wange, rote Fingernägel, rot. Trägt dazu, weiß ich was für eine Kackfarbe das ist, mit 70% verlorene Hose, Alter, ja. Wenn ich so bin, wie bist du dann? Bist du dann bei F***, ne? Du nimmst alles, was bei Trench auf dem Baum ist. Ja, und du bist auch nicht auf Baum. Drei Baum. Eins Baum, drei Baum, einen Baum. Was? Mia. Sei leise. Ja, versteh nicht mal Deutsch. Versteh nicht mal Deutsch, Digga. Bitte lies Deutsch, Spruch, damit du Deutsch wärst. Bitte. Ich habe ein Geschenk für dich mitgebracht. Ja, diese Kondom passt zu ihrer Hose. Also, dieses. Also, mein Geschenk. Komm mal her mit deinem Mann. Dein Geschenk.
Ja. Gibst du mir, weil es bei dir zu groß ist? Du hast keinen Sch**, wo es drüber passt. Ist er dein Typ? Bruder, nein! Du was geben und die Mädchen gibt es nur, Bruder! Walla, mit Kippe hinter Ohr, ja. Ich werd krank. Kiss Amit? Kiss Amit? Was hab ich gemacht mit dir? Wer ist das? Kiss du doch! Du kiss mich! Warum kann 90% von denen kein Deutsch? Walla, flüchten die hier hin, um bei Videos mitzumachen? Doch! Was? Kennst du doch? Nein, die anderen, mein Kollege, die kennen doch! Gemein, Kiss hier! Warum schubst du Amit? Hast du gesagt, wer ist Amit? Weißt du? Ja, jetzt kommt der Hänger wieder, ja. Der lebt 5 Jahre in Deutschland, kann kein Wort. Bodyguard, dass du nicht mal kennst, wer ist Amit? Junge, einfach Nader ist dabei. Nader. Guck mal, seine Zähne. Da ist noch ein Sucuk-Toast von vorgestern, Alter, drin. Ja, du ekelhafter Junge. Bitte komm, Walla, ich zahle dir Zahnreinigung. Professionelle Zahnreinigung zahle ich dir. Du ekelhafter Stinker, du. Mit deiner Donald Duck-Cappy und kaputte und McDonald's auch noch Augenbrauen. Ich kann nicht mehr. Ich kann das alles nicht mehr. Der mit seinem Mundgeruch, geht den an mit seinem Mundi wegen Zahnstein, ja. So, hi. Hi. Stell dich mal vor. Ich bin Runa. Luna? Runa. Runa. Woher kommst du, Runa? Aus Gelnhausen. Bist du auch einverstanden mit dem Video? Ja. Deine Eltern auch? Ja. Die ist 10 Jahre alt, ja. Ich kann nicht mehr. 10 Jahre alt. Okay, check ihn mal ab von oben bis unten. Alpaka mit Louis Vuitton-Tasche, ja. Ich kann das alles nicht mehr. Sag mir, würdest du ihn daten? Ja, nein, begründet. Nicht mein Typ. Nicht dein Typ? Ja. Was gefällt dir nicht? Breiter und größer. Ein bisschen größer sein, wie noch? Das war's. Wie muss er denn aussehen? 10 Jahre alt, Alter. Er hat noch keine Beleidigung gelernt, deswegen ist sie normal. Gib uns die Meinung mal von drüben. Stell dich mal vor. Bruder, ich heiße Mohammed, bin 19. Okay, Mohammed, wie lange noch im Knast? Lange. Okay. Du hast check sie mal ab von oben bis unten. Walla, der hat diesen Knastspruch nicht verstanden. Ich sag euch das jetzt schon. Würdest du, Bruno heißt du? Bruna, würdest du Bruna daten? Ja, nein, begraben. Nein, was ist dein Bodycount? 2. Bruder, sie lügt, er hat mehr als 200, Walla. Oh, jetzt rastet die wieder aus, Toastfresse. Du kleiner Flughafen, Landeplatz. Digga, du bist mein Halber, du bist nicht mein Mann, Digga. Du bist nicht mein Halber, Mann, Digga. Was hat deine Mutter aus dir gemacht? Du hast, Digga, deine Mutter. Was hat deine Mutter aus dir gemacht? Aber schreit da rum, schreit halt die Fresse, beleidigt Mütter und ja. Sieht aus wie Toast. Walla, zeig mir doch einfach nur diesen Hund, der ist tausendmal sympathischer. Schwärme wegzuwischen, seid leise einfach. Nein, seine Kippe ist weg. Oh mein Gott, seine Coolness ist weg. Meine Kippe, meine Mutter, aber lässt sich von jedem Mann. Was? Sie redet über Mutter. Mich nicht mal, Digga. Sie macht korrekt, du machst asozial. Was mit dir? Willst du einen auf Krass tun? Willst du einen auf Krass tun oder was? Komm, mach einen auf. Walla, die geht im Mikrofon rein. Komm! Eilmeldung. Ja, ein Junge will mit keinem anderen Jungen zu tun haben. Die ist ein Junge, kein Mädchen. Sie muss erst, du musst dich erst ein bisschen benehmen, damit die andere Jungs cool wie ein Mädchen. Ja, was? Ist mehr Mann als. Ich dachte, du gehst in den Kindergarten und du hast Zeit. Du hast Zeit. Nein, Deutschland. Oder die Frau, guck ich dich nicht. Ey, was hat gemacht, meine Kollege dir? Digga, du hast schon die Hahn, aber meine Kollege. Ich kenn dich nicht mehr. Ich kenn dich auch nicht. Ja, Digga, was laberst du da? Ne? Was laberst du? Auch afghanische Gurke, ich schwöre auf alle. Afghanische Gurke in ihn rein. Afghanische Gurke, Junge. It was at this moment that he knew he. It was at this moment that he knew. He. Das ist wirklich ekelhaft. Boah, Junge, ekelhaft. Boah, wie der schwuckt im Gesicht. Boah, wie das in den Haaren klebt. Boah, das klebt in den Haaren. Ekelhaft. Ich hab mehr Style als du, Dev. Das soll leise sein mit deiner Gefängniszahnspange. Haben wir nicht noch ein Mädchen? Nein. Da haben wir die letzte, stell dich mal vor. Ich bin Paula, ich bin 16. Paula ist eine Kuh, die macht nicht einfach Mu. Die macht einen Pudding, der hat Flecken. Weißt du, was heute deine Aufgabe ist? Bewerten. Abchecken. Check ihn mal ab von oben bis unten. Ja! Er
ist ganz heiß. Würdest du ihn daten? Ja, nein, begründet. Guck mal, er sieht gut aus, aber er ist nicht mein Typ. Er ist einfach nicht mein Typ. Ich brauch wirklich Hilfe gerade. Schwer, aber guck mal, ich guck so einen an. Entweder er gefällt mir oder er gefällt mir nicht und er gefällt mir nicht. Haben wir auch dein Einverständnis für das Video? Haben wir, auch das von deinen Eltern? Und Spaß, 16 Jahre alt, die hat gemachte Nägel. Die schminkt sich. Wer weiß, wie viel Uhr es ist draußen. Die ist mit 16 nur so lange draußen. Junge, ich als Junge damals, ich schwöre auf alles, ich musste zu Hause sein, bevor es dunkel ist. Ich hatte weder ein Handy, ich durfte um meinen Block nur bleiben. Oder in unserem Garten, ich durfte nicht weiter. Nach Schule, meine Mutter hat mich abgeholt. So heftig war das früher. Ich musste Bücher lesen, damit ich schlafen gehen durfte. Und die geht mir mit 16 Nägel machen? Weiß ich nicht, ich kann das alles nicht mehr. Natürlich. Okay, gut, hast du sehr korrekt gemacht, check. Wir hören uns die Meinung von drüben an. Stell dich mal vor. Ich bin Walid, weil ich bin 17 Jahre alt. Ich komme aus Neu-Seeland. Okay, ja, wir grüßen alle unsere Väter. Check sie mal ab von oben bis unten. Junge, wenn eure Väter das sehen, Walla, wenn die euch nicht zusammenschlagen, ne, dann sind das keine Väter. Guck dir die mal an, Bruder, Walla, 16 Jahre alt. 16 Jahre alt. Die lässt sich gerade wirklich abchecken von oben bis unten. Junge, du kannst froh sein, dass das meine Tochter ist. Die müsste mit mir hier streamen, anstatt da zu sein. So, sag mir, würdest du Paula daten? Ja, nein, begründet. Ich date zurzeit kein Mädchen, aber einmal würde ich die schon nehmen. Ich würde ihn nicht und fertig. Ich gebe ihr trotzdem keinen Wert, Bruder, und sag dazu nichts. Warum habt ihr so viel Hass untereinander? Ich wollte eigentlich schon mal machen, so. Aber danach, ich hab diesen Flüschi gesehen und danach war dabei. So ein Einmischt, egal, also bitte, sorry, so was ist peinlich. Warum haben wir das nicht zum Schluss geguckt? Walla, ich hab keine Energie mehr einfach. Ich kann das nicht mehr. Du bist eine Blamage bist du. Okay, ich bin selber Blamage, aber du bist vor deiner Familie Blamage. Was machst du hier? Dieses Video war so anstrengend. Dein Name gebracht, ich nicht. Hallo, bisschen Abstand halten, du stinkst. Ich riech Fisch, wenn du neben mir stehst. Ich riech nach Fisch, wenn er neben mir steht. Bitte lern mal Deutsch, bitte. Sei leise, du stinkst nach Schwein. Ach, komm nicht hier. Du bist scheißegal. Du riechst nach Fisch, Digga. Sei leise, du bist ein Schwein. Ich bin Ausländer und spreche nicht Deutsch. Hey Junge, ich kann nicht mehr. Schweinerei, aufgewachsen. Ja, Bruder, lern erst mal Deutsch, bevor du mit mir redest. Fischgesicht, Alter, was du bist. Mal, du hast Fischgesicht. Du kannst nicht ohne Make-up draußen kommen. Ich weiß, dass ich ungeschminkt genauso schön bin, wie ich geschminkt bin. Ja, wenn du dich schon... Also ich muss hallo, mich nicht in einem Video hallo. Fühlen, so wie du. Billige ja. Hose. Hey, die trägt wirklich ihre Uhr. Die trägt ein Ding, ein Pullover. Macht ihre Uhr darüber. Hält das ganze Video schon. Eine scheiß Vape in ihrer Hand. Wenn du dich schon nennst, schmink dich mal jetzt hier ab. Ich geb dir 10 Euro. Gib mir Abschminktücher. Du bist der Mittler. Die soll jetzt machen. Okay, warte. Hat jemand Abschminktücher? Ja. Hallo. Doch, hat er. Er hat. Sein Ja. Ist erbärmlich. Ich habe einen ganz interessanten Typen gehabt. Was hast du gemeint mit Kollegen? Ein Kollege, und ich weiß nicht, der hat angepasst ihn, aber das weiß nicht noch. Und der hat angepasst. Was? Ich bin so Leuten wie du, laber keine Scheiße. Du weißt schon, sag mal doch. Ey, du hast das nicht bei meinen Kollegen, du. Ich hoffe, du was hat er gemacht? Der hat mir gezeigt, Video. Ja, dein Video. Zeig, du weißt schon, was hat er gemacht? Wallah, guck mal, der Arme, der ist 10 Jahre alt, der geht dahin. Nach ein paar Jahren macht er einfach bei diesen Interviews mit. Ich kann nicht mehr, hilft mir bitte. Gott, hilf mir bitte, hilft uns allen, auch den Chat und mir. Wir können das nicht mehr. Kann mir vorstellen, dass Atto da mitmacht? Dein Ernst? Warum sollte ich da mitmachen? Bin ich wirklich so ekelhaft? Ich habe einfach Rückenschmerzen bekommen und mein Kopf tut weh und meine Beine sind so... Boah, das wäre scheinbar zu viel.